Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part mit Enshrouded. Jetzt muss ich mich gerade zusammenreißen, dass ich nicht Bayride sage. Also, willkommen zu einem neuen Part Enshrouded. In diesem Part werden wir bauen und zwar werden wir mein Zuhause einfach mal wieder verschönern, denn ich kann ja jetzt auch schon mit neuen Baublöcken arbeiten. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und let's go! Ja Leute, und jetzt stehen wir hier in meinem Wohnzimmer, für alle, die es nicht kennen. Es ist natürlich noch mit T1 alles gebaut, da ich noch nicht alles freigeschalten hatte. Im Hintergrund habt ihr die Küche gesehen, jetzt geht's auf zum Badezimmer. Und ja, das ist auch sehr, sehr sporadisch eingerichtet gewesen. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das schön hinkriegen. Hier haben wir dann das Schlafzimmer, das ist schon etwas gemütlicher gestaltet. Natürlich nur mit dem Punkt, dass es eben auch T1 ist. Dann gehen wir natürlich wieder runter. Und hier ist nochmal so ein genauerer Blick ins Wohnzimmer und auch in die Küche. Sorry, wenn ihr Geräusche im Hintergrund hört, das sind mal wieder die Katzen. Da haben wir den Altarraum, mit dem habe ich jetzt erstmal noch nichts geplant und hier die Werkstatt. Da muss ich mal gucken, ob ich es schaffe, die in diesem Part auch noch umzubauen. Da ist die kleine Schmiedewerkstatt, beziehungsweise nee, Zimmerer ist es. Und ja genau, dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit dem Schlafzimmer. Ich fange jetzt auf jeden Fall erstmal an, das Bett komplett auseinanderzubauen und mit dem veredelten Holzblock quasi wieder nachzubauen. Karma's got a thing for me, we hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend, one step closer, here's how it ends. Karma's got a thing for me, you see, you'll be digging up 6 feet. Karma's never let me down, my smile will kill when I cut you out. Das Bett haben wir jetzt fertig. Es sieht auf jeden Fall schon deutlich besser aus mit der neuen Holzstruktur. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal an den Kaminumbau. It's okay to hurt your voice coming in my face. I know you gotta bark when you don't got bite. Tell me, what's that like? What's that like? Being that insecure, acting up, immature. Had enough, I'm so bored. I'm so bored. Der Kamin ist jetzt soweit ausgebessert. Ich werde jetzt erstmal mit anderen Sachen weitermachen, aber der Kamin bleibt nicht so, wie er jetzt ist. Da kommt noch eine andere Feuerstelle rein und ich gestalte ihn auch nochmal komplett um. Das seht ihr aber dann später. Jetzt sind wir erstmal dabei, dass wir die ganzen Wände, Fenster, Türen und so weiter erneuern. Ja, und jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, wo ich den Kamin verbessere, denn der Holzrahmen hat irgendwie nicht mehr gepasst und ja, allgemein einfach ihm so ein bisschen einen schickeren Style zu verpassen. Da habe ich gerade damit angefangen. Jetzt mache ich weiter mit dem Fensterchaos. Da habe ich mich nämlich auch richtig schwer getan, dass ich ja, mir überlege, wie ich denn die Anordnung der Fenster gerne hätte. Am Ende kam es natürlich ganz gut raus, aber seht selber. Hier hat jetzt das Chaos begonnen, denn ich wollte die Fenster über die Tür einsetzen, aber irgendwie hat das aus welchem Grund auch immer nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Da habe ich also ewig rumgemehrt mit dem Schmarrn, aber ja gut, am Ende hat es dann doch so gepasst, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, endlich habe ich es geschafft mit diesen blöden Fenstern. Jetzt kommt noch die Tür rein und dann bin ich eigentlich mit Tür und den Fenstern drüber zufrieden. Die Fenster, die ihr jetzt da rechts seht, die werden auf jeden Fall dann nochmal umgemodelt.
Hier seht ihr jetzt, was aus dem Fenster noch geworden ist. Und ich dekoriere jetzt einfach ein bisschen und dann sind wir auch schon fertig mit dem Schlafzimmer. Karma, got a thing for me, we hold hands, make plans, keep the receipts. Karma, she's my best friend, one step closer, here's how it ends. Karma, got a thing for me, you see, you'll be digging up 6 feet. Karma, never let me down, my smile will kill when I cut you out. Dann geht's weiter mit dem hässlichen Badezimmer und ich lasse einfach laufen, ihr könnt zuschauen und am Ende sehen wir dann das Ergebnis, worauf ich auch im Titel hingewiesen habe. Weiter geht's mit dem Flur, der ist nichts Besonderes, aber er gehört natürlich auch dazu. Ja, Leute, die Küche, die war auch eine Herausforderung. Ich habe 5-mal hin und her gebaut und war dann immer noch nicht zufrieden. Aber jetzt ist es quasi der letzte Schritt zu meiner Traumküche, in Anführungszeichen. Die hat auch indirekte Beleuchtung. Das seht ihr aber alles jetzt. Als die Küche dann fertig war, habe ich meine letzte Kraft zusammengenommen und habe mich dann eben ans Wohnzimmer gemacht. Hier mache ich jetzt gerade noch die letzten Feinheiten in der Küche. Ich habe tatsächlich sehr viel mit dem Ein-Block-Prinzip gearbeitet, weil mir das irgendwie
ja, tatsächlich einfacher erschien. Aber genau, jetzt bauen wir das Wohnzimmer um und dann sehen wir uns zum finalen Ergebnis. Zum Schluss kommt natürlich die Dekoarbeit, die unbedingt sein muss, denn nur Deko macht es ja auch dann am Ende irgendwo gemütlich. Jetzt stehen wir im fertigen Wohnzimmer. Ich finde, es ist ganz cool geworden, auch mit dem Wandschrank hier und dem neuen Tisch. Ich muss noch ein paar mehr von den Blumentöpfen machen, aber da hat mir jetzt einfach die Geduld gefehlt, denn ich hatte über 2,5 Stunden Aufnahmematerial. Hier stehen wir in der Küche. Das ist quasi die Kücheninsel jetzt und ich habe auch nicht direkt einen Herd hingemacht, sondern habe einfach Steinplatten hin als Herdersatz quasi, weil dieses Ding einfach nicht richtig da reingepasst hat. Dann gehen wir jetzt hoch in den Gang. Der ist ja recht klein, das wisst ihr ja. Da habe ich einfach noch Blumentöpfe hin. Und dann geht es jetzt ins Schlafzimmer. Hier habe ich auch ein bisschen mit der Blumenerde gearbeitet. Und genau, eigentlich hätte ich gerne mehr Fenster gehabt. Aber so wie es jetzt ist, bin ich natürlich auch sehr zufrieden damit. Und außerdem wird es ja wieder umgebaut, sobald ich dann mal die ganzen Blöcke habe, die ich mir auch wünsche. Genau, so ist jetzt der Stand vom Schlafzimmer. Jetzt gehen wir rüber ins Badezimmer. Und da haben wir sie, die schwebende Toilette. Aber erstmal Tür zu. Und so einen Blick drauf geworfen. Ich habe auch das Loch, was oben war, zugemacht. Habe auch hier wieder mit der Blumenerde gearbeitet. Die Leuchtblöcke da vor uns sollen Spiegel darstellen. Hier die eingebaute Badewanne. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cute bisher. Gefällt mir gut und ja, mal schauen, was einfach die Zukunft noch bringt, wenn wir dann auch einfach schönere Badmöbel haben. In dem Sinne, meine Lieben, ich habe die Werkstatt nicht mehr geschafft und auch den Altarraum nicht. Das machen wir dann mal zu einem anderen Zeitpunkt. Genau, und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye!